Es war die Nacht vor Weihnachten. Und es war kalt. Sehr kalt. Es war so kalt, dass die Menschen, wenn sie durch die Straßen gingen, in dicke Wintermäntel und Schals eingepackt waren, so sie welche besaßen, und zu Haus die Öfen anwarfen, um mit einer Menge Holzscheiten behagliche Wärme zu schaffen. Im Kontor von Ebenezer Scrooge allerdings war es beinahe genauso kalt wie draußen. Denn eben dieser Scrooge heizte gerade einmal mit einem oder höchstens zwei Kohlestücken. Er zählte gerade Silberstücke, als ein Angestellter, Bob Cratchit, eintrat und auf den Ofen in der Ecke zuging. Was wollen Sie, Cratchit? Warum arbeiten Sie nicht? Sir, die Kohle ist beinahe ausgeglüht und ich wollte... Fast ist nicht ganz aus, nicht wahr? Nehmen Sie den Schürhaken und stechen Sie in die Glut. Der Kohlenhändler verlangt eine Unsumme für seine Ware und ich habe nicht die Absicht, Geld zu verschwenden, nur weil jemand nicht in der Lage ist, mit der Glut richtig umzugehen. Ja, Sir. Ist noch etwas? Ja, Sir, ich frage mich, ob Sie nicht vielleicht das Firmenschild erneuern lassen möchten. Ich meine, Mr. Marley ist heute auf den Tag genau nun seit 7 Jahren tot. Wenn Sie auf diese Art ein Geschäft führen wollen, so kommen Sie auf keinen grünen Zweig. Die Natur erledigt diese Aufgabe ohne Kosten für mich. Der Rost frisst sich von unten her durch und wird den Namen Marley somit früher oder später auslöschen. Nicht wahr? Haben Sie weiterhin das Bedürfnis nach einer Plauderei oder würden Sie nun freundlicherweise wieder an Ihre Arbeit gehen? Aber natürlich, Sir. Hallo, Onkel. Fröhliche Weihnachten. Bah, Humbug. Onkel, Weihnachten ist doch kein Humbug, sondern eine Zeit der Freude und auch der Barmherzig sowie Warmherzigkeit. Dann feiere du doch dein Weihnachten und lass es mich auf meine Weise feiern. Aber du feierst es ja gar nicht, Onkel. Ich sag's ja, Humbug. Was ist denn an Weihnachten anders als sonst? Es muss genau so gearbeitet werden wie an den anderen Tagen im Jahr, nicht wahr? Oder hat dir Weihnachten jemals mehr eingebracht als sonst? Wenn es nach mir ginge, dann sollte jeder, der mit einem fröhliche Weihnachten auf den Lippen herumrennt, in seinem Weihnachtspudding ertränkt und danach mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben werden. Ach, Onkel. Neffe? Ich gebe zu, dass ich nicht sagen kann, dass ich auf irgendeine Art reicher geworden wäre, was das Geld betrifft. Aber dennoch, an Weihnachten fühle ich mehr innere Wärme als sonst. Ich erfreue mich an der Stimmung, die in der Stadt herrscht. An den geschmückten Häusern, den süßen Düften und an der größeren Freundlichkeit zwischen den Menschen. Und deswegen sage ich, auch wenn es mich nicht reicher macht, Gott segne die Weihnachtszeit. Und ebenso die Menschen und besonders dich, Onkel. Ach, Sie möchten auch etwas dazu sagen, Mr. Cratchit? Nein, Sir. Dann machen Sie sich an die Arbeit und höre ich noch einen einzigen Laut von Ihnen, dann feiern Sie Weihnachten zu zweit, Sie und der Verlust Ihrer Stelle. Ich bitte dich, Onkel, sei nicht so hart zu Mr. Cratchit. Es ist meine Schuld. Und du? Du bist ein ganz gewaltiger Redner. Warum gehst du nicht ins Parlament und wirst Politiker? Ich möchte nicht mit dir streiten. Ich bin gekommen, um dir frohe Weihnachten zu wünschen. Pah. Und um dich zum Weihnachtsessen einzuladen. Zur Hölle mit dir und deinem Weihnachtsessen! Aber warum denn nur, Onkel? Warum? Ich will doch kein Geld von dir. Ich will nichts weiter, als dich in meinem Haus als Gast begrüßen zu dürfen. Warum hast du noch mal gleich gegen meinen Willen geheiratet? Nun, weil ich mich verliebt habe. Weil er sich verliebt hat. Guten Abend, Neffe. Es macht mich traurig, dass du so starkköpfig bist. Es hat nie einen Streit zwischen uns gegeben, an dem ich schuld gewesen bin. Aber wenn es deine Entscheidung ist, so akzeptiere ich sie. Trotzdem möchte und werde ich mir meine Weihnachtsstimmung nicht nehmen lassen. Und so sage ich, fröhliche Weihnachten, Onkel. Guten Abend. Und ein glückliches neues Jahr. Guten Abend. Frohe Weihnachten, Mr. Cratchit. Das wünsche ich Ihnen auch, Sir. Danke, auf bald. Und grüßen Sie Ihre Familie. Sie wünschen frohe Weihnachten, Mr. Cratchit. Sie haben Frau und Kinder und bekommen von mir 15 Schilling Lohn die Woche und kommen doch gerade so aus, nicht wahr? Wenn Sie es sagen, Sir. Und dann wünschen Sie eine frohe Weihnacht?
Ich weiß, dass Sie mit Ihrem Geld nicht gut haushalten und am Ende des Monats immer ziemlich knapp sind. Und jetzt ist doch wohl langsam Ende des Monats, nicht wahr? Wenn Sie es sagen, Sir. Soll ich Ihnen verraten, was ich über diese 15 Schilling denke? Dass Sie eigentlich viel zu viel sind für die Arbeit, die Sie hier leisten. Sie stehen ja den ganzen Tag im Türrahmen und schwatzen und ich soll das bezahlen. Schälen Sie sich gefälligst an die Arbeit, bevor ich mir überlege, einen Buchhalter zu suchen, der mich weniger kostet. Ja, Sir. Na, fröhliche Weihnachten. So ein Humbug. Hier geht es ja heute zu wie im Tollhaus. Sie wünschen? Guten Abend. Habe ich die Ehre, mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley zu sprechen? Mr. Marley ist seit 7 Jahren tot. Auf den Tag genau. Das Schild draußen lassen wir gerade ändern. Das tut mir leid, Sir. Warum? Muss Ihnen doch nicht leid tun, wenn wir unser Schild ändern. Ich meine das mit Mr. Marley. Ach so. Wieso? Wir müssen alle einmal sterben. Das ist nun mal der Lauf der Welt, nicht wahr? Also, was wollen Sie? In dieser Zeit des Jahres, Mr. Scrooge, ist es mehr denn je notwendig, den Bedürftigen zu gedenken. Aus diesem Grunde sind einige von uns wohlhabenderen Geschäftsleuten zu einer Stiftung zusammengetreten, um den Armen zu helfen und die Not wenigstens etwas zu lindern. Was meinen Sie bitte? Wir sammeln und spenden für die Armen, Sir. Für die Armen? Warum? Nun, weil die Not gerade an den Festtagen am bittersten empfunden wird. Wir sind sicher, dass sich die Großzügigkeit Ihres verstorbenen Geschäftspartners sicher auch auf Sie übertragen hat. Großzügigkeit? Jacob Marley, großzügig? Das ist ja der Witz des Tages. Und daher, welche Summe darf ich für Sie eintragen? Keine. Sie möchten anonym bleiben? Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Sir. Gibt es keine Gefängnisse? Doch, Sir. Und die Arbeitshäuser? Sind die intakt? Es gibt sie, doch ich wünschte... Also sind die Hilfseinrichtungen und das Armengesetz in voller Kraft, nicht wahr? Ja, Mr. Scrooge, aber... Und ich trage durch meine Steuern meinen Teil zur Erhaltung dieser Einrichtungen bei, nicht wahr? Also. Viele können dort nicht hingehen, Sir. Und manche würden lieber sterben. Dann sollen sie sterben, wenn es ihr Wunsch ist. Das würde auch der Überbevölkerung Abhilfe verschaffen, nicht wahr? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Doch, kann es und ist es. Ich arbeite hart und mache mir auch selbst keine Freude an Weihnachten. Also bin ich auch nicht gewillt, mit meinem Geld Faulenzer und Drückeberger zu unterstützen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Und fröhliche Weihnachten Ihnen. Fröhliche Weihnachten zu einem Humbug. Nachdem die beiden Herren gegangen waren, wurde im Kontor wie alle Tage bis zum Geschäftsschluss gearbeitet, denn Scrooge dachte gar nicht daran, auch nur eine Minute früher zu schließen. Ich nehme an, dass Sie morgen den ganzen Tag frei nehmen wollen, nicht wahr? Wenn es Ihnen recht ist, Sir. Ist es mir nicht. War es mir schon letztes Jahr nicht. Und in all den Jahren vorher war es das mir auch nicht. Also, recht. Wenn ich Ihnen einen Tag Lohn abziehen würde, fühlen Sie sich wahrscheinlich auch noch ungerecht behandelt, nicht wahr? Und doch scheuen Sie sich nicht, mich an jedem Weihnachtstag um einen Tag Urlaub anzubetteln. Es ist ja nur einmal im Jahr, Sir. Das ist keine Entschuldigung, mich an jedem 25. Dezember zu bestehlen, denn ich zahle Ihnen ja Lohn, obwohl Sie ja gar nicht arbeiten, nicht wahr? Aber ich habe wohl keine Wahl. Nehmen Sie sich den Tag, aber seien Sie dafür am nächsten mindestens eine halbe Stunde eher hier. Danke, Mr. Scrooge. Das ist sehr gütig von Ihnen. Das weiß ich. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Und frohe... Wollten Sie etwas sagen, Mr. Cratchit?
Nein, Sir. Das wollte ich Ihnen auch geraten haben. Ohne einen Abschiedsgruß machte sich Scrooge auf den Heimweg. Bob Cratchit verriegelte das Kontor und begab sich ebenfalls nach Hause. Doch seine Schritte waren viel schneller als die von Scrooge, denn er freute sich auf das Weihnachtsfest mit seiner Familie. Als Scrooge an seinem Haus ankam, holte er den Schlüssel aus der Manteltasche und wollte gerade aufschließen, als er seinen Augen nicht traute. Der Türklopfer hatte sich in das Gesicht seines verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley verwandelt. Das kann doch nicht sein. Jacob? Jacob Marley? Scrooge. Nein. Och, ich sehe Gespenster, nicht wahr? Ich werde die Augen schließen, bis drei zählen und nichts wird da sein. Eins, zwei, drei. Nichts. Ich hab's doch gewusst. Der Türklopfer ist ein Türklopfer. Was auch sonst. Bin schon ganz verwirrt von diesem fröhlichen Weihnachtengewünsche. Humbug. Scrooge zog sich sein Nachtgewand an und nahm den kleinen Topf mit Haferschleim, der neben dem Kaminfeuer stand. Darin die Reste von gestern. Nicht mehr so flockig und flüssig, aber noch gut genießbar, meinte Scrooge. Was ist denn das? Die kleine Tischglocke fing von ganz allein an zu läuten. Allein das hätte bereits ausgereicht, Scrooge einen gehörigen Schrecken einzujagen. Aber da war noch etwas. Die hat doch schon seit Jahren keinen Klöppel mehr in sich. Die Standuhr in der Diele fing ebenfalls an zu läuten. Zwei weitere Uhren stimmten mit ein. Bald läuteten alle Glocken im Hause. Ich weiß nicht, was es ist. Lauter und lauter wurden sie. Bis sie auf einen Schlag verstummten. Und was Scrooge nun hörte, ließ ihm die Haare zu Berge stehen. Es rasselte und klirrte, als wenn große, schwere Ketten über den Fußboden gezogen würden. Und im Takt der Ketten Schritte, die langsam die Treppe emporkamen und auf seine Tür zusteuerten. Das Töpfchen Haferschleim hatte Scrooge längst abgestellt und suchte nun ängstlich Schutz in einer Zimmerecke. Ein unheimliches Leuchten drang unter der Tür hervor. Und nur Augenblicke später schob sich eine menschliche, aber durchsichtige Gestalt durch die geschlossene Tür und schwebte ins Zimmer. Scrooge. Wer oder was bist du? Frag mich, wer ich war. Wer warst du? Als ich noch lebte, war ich dein Partner, Jacob Marley. Jacob? Oh, lieber Gott. Jacob, aber wie erscheinst du mir? Bist du ein Geist? Ich komme, um dich zu warnen. Ebenezer Scrooge. Mich warnen? Ja. Aber. Nein. Es gibt keine Geister. Du glaubst nicht an mich. Nein. Nein, das tue ich nicht. Du bist wohl nichts als eine Einbildung. Vielleicht ein verdorbenes Stück Fleisch oder ein Happen schlechter Käse. Käse. Ah! Ah! Ja.
Glaubst du an mich oder nicht? Ja, Jacob, ja, ich glaube an dich, ja. Aber warum erscheinst du mir? Vor wem oder was willst du mich warnen? Und warum liegst du in Ketten? Dies sind die Ketten, die ich mir zu meinen Lebzeiten selbst angelegt habe. Ich schmiedete sie Glied für Glied, Elle um Elle. Und nun bin ich dazu verdammt, sie bis in alle Ewigkeit zu tragen und ohne Weg zu reisen, ohne Rast und ohne Ruhe. Aber warum nur, Jacob? Du warst doch immer ein guter Geschäftsmann. Geschäft, Geschäft, Menschlichkeit hätte mein Geschäft sein sollen. Barmherzigkeit. Doch ich sah nie über die engen Grenzen unserer schachernden Höhle hinaus. Kannst du dir vorstellen, wie lang deine eigenen Ketten sind? Sie waren einst so lang wie meine. Doch das ist 7 Jahre her. Bitte, Jacob, spende mir doch etwas Trost. Den habe ich nicht zu geben, denn er kommt von anderen als mir. Aber höre mir zu, Ebenezer. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, ich höre, Jacob. Du bekommst die Chance, dem gleichen Schicksal noch zu entgehen. Und das hast du mir zu verdanken. Oh, danke, Jacob, danke. Du warst immer ein guter Freund. Du wirst Besuch bekommen von 3 Geistern. Noch 3? Höre auf sie. Verstehe ihre Lehren, sonst bist du verloren. Erwarte den ersten beim Glockenschlag ein. Den nächsten zur zweiten Stunde und den letzten. Und vor dem fürchte dich am meisten, wenn die Uhr 3 schlägt. Hast du mich verstanden? Ja. Erster um 1, zweiter um 2, dritter um 3. So sieht es aus. Sieh mich noch ein letztes Mal an. Und präge dir unsere Begegnung gut ein, denn wir werden uns nie wiedersehen. Lebe wohl, Ebenezer. Jacob, ich... Oh, weg ist er. Hab ich doch nur alles geträumt. Schon 1 Uhr. Na? Und? Ha, nichts. Geister! Humbug. Ebenezer. Ha, ja? Oh, also doch, sind Sie der Geist, den man mir angekündigt hat? Ja, der bin ich. Und was für eine Art Geist sind Sie? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Einer lange vergangenen? Nein, deine vergangenen Weihnacht. Ja, also schön, Geist, dann sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Komm. Wir reisen. Ah. Aus dem Fenster? Ich bin sterblich, Geist. Ich könnte zu Tode stürzen oder in der Kälte erfrieren. Nimm meine Hand, dann wird dir nichts geschehen. Na gut. Oh, mir wird so warm ums Herz. Und, ich schwebe, ich fliege. Komm,
Wir haben viel vor. Komm. Aber wohin? Oh, oh, oh! Ich kenne diesen Ort, ja. Es ist mein alter Schulweg. Ja. Ja. Das sind Dick und Charles. Hey, hey, ho, hier! Sie können uns nicht hören oder sehen. Es sind nur Schatten der Dinge, die einmal gewesen sind. Sie wissen nichts von uns. Sie fahren in die Weihnachtsferien heim. Doch ein Junge ist in der Schule geblieben. Nur ein Junge. Ja, ich weiß. Ich bin es selbst. Aber da bin ich ja. Ebenezer, oh mein lieber Bruder. Fanny? Aber was tust du hier? Ich komme, um dich nach Hause zu holen. Nach Hause, Fanny? Ja, nach Hause. Vater ist so liebevoll geworden. Und da habe ich mir ein Herz gefasst und ihn gefragt, ob du nicht wieder nach Hause kommen kannst. Und er hat ja gesagt. Du musst nie wieder hierher zurückkehren. Oh, Fanny. Sie hatte ein großes Herz. Ja, das hatte sie. Sie starb noch als junge Frau? Ja. Und sie hatte ein Kind? Ja. Deinen Neffen? Ja. Fred. Wohin hast du mich? Oh, oh, oh. Ich kenne auch diesen Ort. Ja, hier war ich Lehrjunge. Ja, es ist das Kontor des alten Fetzewig. Jungens, sofort die Arbeit einstellen. Dick, Ebenezer, räumt die Tische weg. Und alles, was im Weg steht. Wir brauchen viel Platz. Ja, der alte Fetzewig. Und da ist seine Frau. Und da sind seine Töchter. Und Dick. Und alle Freunde. Und... Oh, da ist Isabel. Ein reizendes Wesen. Oh ja. Liebste Isabel, ich habe mich gefragt... Was, Ebenezer? Was hast du dich gefragt? Ich frage mich, ob du diesen Ring annimmst und dich mit mir verloben möchtest. Aber, Ebenezer, so gern ich ja sagen möchte, du weißt, dass ich nicht reich bin. Na und? Dann sind wir beide arm und nichts und niemand wird uns jemals trennen. Ich liebe dich, Isabel, für immer. Dann nehme ich den Ring an und sage, ja, ich möchte deine Braut werden. Nur wenige Jahre später hast du dann etwas anderes geliebt. Du willst mir den Ring zurückgeben? Warum? Weil etwas anderes mich abgelöst hat. Etwas Goldenes. Du hast dich verändert, Ebenezer. Ja, das ist der Lohn der Welt. Wenn man es weiterbringt als andere, dann gilt man als hartherzig und wird gemieden. Ich habe mich dir gegenüber nie anders verhalten. Nein? Würdest du mich heute noch fragen, ob ich mich mit dir verloben möchte, nun da du reich geworden bist und ich arm geblieben bin? Nein, würdest du nicht. Unser Versprechen gaben wir, als wir jung waren. Ja, ich war ein Narr. Ich entbinde dich, Ebenezer. Magst du dein Glück finden? Ja, das werde ich sicher. Leb wohl, Ebenezer. Du hast die ehrliche Liebe dieses Mädchens zugunsten von Gold und Reichtum zurückgewiesen. Quäle mich nicht länger, Geist. Ich sagte dir schon, dass all das die Schatten der Dinge sind, die bereits passiert sind. Du selbst hast dir diese Erinnerungen geschaffen. Du selbst. Was war ich für ein Narr? Ich bin zu Haus. Aber... Na rein, Scrooge. Tritt ein und lerne mich besser kennen. Sind Sie der Geist, der... Ja, ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht.
Um dich herum stehen so viele Speisen und Geschenke und vieles mehr. Wo kommt das her? Hast du das mitgebracht? Nein. Es sind die Speisen des Überflusses, der Großzügigkeit und der Barmherzigkeit. Aha. Was ist? Nichts. Du hast meinesgleichen nie gesehen, nicht wahr? Nein, Geist. Hast dich nie mit meinen jüngeren Brüdern getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Nun denn, ergreife mein Gewand. Wir müssen gehen. Guter Geist, ich will es tun, aber... Was ist, Scrooge? Ich dachte, dir gefällt es, auf die Menschen von oben herabzublicken. Wohin eilen all diese Menschen? Es sind so viele. Sie gehen zu Festen, besuchen Verwandte oder Freunde. Kurzum, sie feiern das Weihnachtsfest. Das dort ist unser erstes Ziel. Das kleine Haus? Wer wohnt denn hier? Es ist das Haus deines unterbezahlten Buchhalters, Bob Cratchit. Trotz allem ein schönes Haus. Warte, Geist, warte. Was ist? Sollten wir nicht anklopfen, bevor wir durch die Tür gehen? Das ist sehr unhöflich, finde ich. Du sorgst dich um Höflichkeit? Du? Nun... Sei unbesorgt. Sie können uns weder sehen noch hören. Oh, Martha, schön, dass du da bist. Mutter, ich würde doch nie den Heiligabend und unser Essen verpassen. Wo bleibt denn nur Vater? Er kommt schon, Mutter. Er hat doch Tim dabei. Ja, natürlich kommt er. Das weiß ich ja. Es ist nur, weil ich den Pudding schon koche. Und du weißt, Martha, dass ich ihn nicht überkochen lassen darf. Er kommt! Vater kommt! Schnell, Martha, du musst dich verstecken! Ja, spielen wir Vater einen Streich. Schnell, hier hinter dem Vorhang. Hallo, meine Lieben. So, abgestiegen, Tim. Habt ihr einen guten Heimweg gehabt? Ja, Mama. Papa war so schnell wie noch nie. Und ich saß auf seiner Schulter und rief, schneller, schneller, höher. Ja. Das freut mich für euch beide, dass ihr einen solchen Spaß hattet. Wo ist denn Martha? Ist sie noch nicht da? Sie kommt nicht. Sie kommt nicht? Aber es ist Heiligabend. Martha! Ich bin schon da, Vater. Oh. Wir wollten dir nur einen Streich spielen. Oh, ihr frechen Mäuse, da habt ihr mich fein reingelegt. Komm, Tim, wir wollen sehen, wie der Pudding kocht. Ja, ich komme auch mit. Wie hat sich Tim in der Kirche benommen? Er war brav wie ein Engel. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, dass es ihm von Tag zu Tag besser geht. Meinst du? Ja. Er sagte in der Kirche, dass er hofft, dass ihn alle ansehen und dann beim Anblick eines Krüppels mehr an die denken, denen es nicht so gut geht. Hallo, Master Peter. Da schleppst du ja wirklich eine prächtige Gans herbei. Ja, Vater, sie ist wirklich gewaltig und sie ist schwer. Die ist ja beinahe so groß wie ich. Ja, wirklich. Psst. Aber du sagtest doch, sie können uns... Oh, sie trinken schon den Punsch? Aber wie ist es? Oh, natürlich. Das warst du, Geist, nicht wahr? Hör zu. Verzeihung. Meine Lieben, wir wollen einen Toast aussprechen. Auf Mutter und ihre Kochkunst. Auf Mutter und ihre Kochkunst. Und einen Toast für den Mann, dem wir dieses Festmahl zu verdanken haben. Auf Mr. Scrooge. Oh. Das kann nicht dein Ernst sein. Aber meine Liebe... Ich soll auf das Wohl eines Mannes trinken, der so geizig und hartherzig wie kein zweiter auf dieser Welt ist? Du weißt doch am besten, wie er ist. Ach, Liebes. Es ist Weihnachten. Also schön. Ich will auf sein Wohl trinken.
Aber ich tue es nur dir und dem Weihnachtsfest zuliebe, dass du es weißt. Nun dann, auf Mr. Scrooge. Möge er glücklich sein. Auf Mr. Scrooge. Und Gott segne uns und alle Menschen. Ja, gut gesagt. Du lieber Junge. Sag, Geist. Ja? Wird der kleine Tim am Leben bleiben? Ich sehe einen leeren Stuhl am Tisch und eine Krücke in der Ecke, liebevoll aufbewahrt. Bitte nicht, Geist. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, dann wird keiner meiner späteren Brüder das Kind mehr sehen. Aber warum auch? Wenn es sterben soll, dann soll es das schnell tun und damit der Überbevölkerung Abhilfe verschaffen. Oh! Ja, wirklich, genau das hat er gesagt. Weihnachten sei Humbug. Wirklich, Fred, dass du ihn immer noch fragst, ob er uns besuchen kommt. Ich habe keine Geduld mit ihm. Oh, ich habe sie. Ich habe sie. Ich gehe seit Jahren zu ihm und lade ihn ein. Und er schlägt es seit Jahren aus. Ich glaube, er denkt sogar, er schadet uns damit. Aber wem schadet er? Sich selbst. Was verliert er, wenn er nicht zu unserem Essen kommt? Also, ich denke, er verliert ein gutes Essen. Das ist gut, dass du das sagst, weil ich selbst nicht viel Vertrauen in diese jungen Hausfrauen setze. Das ist doch wohl die Höhe. Topper, spiel doch etwas, bevor sich diese Dame noch auf mich stürzt. Kommt, lasst uns einen Tanz vor dem Essen wagen. Das regt auch den Appetit an. Und danach noch ein Spiel. Das Essen braucht noch ein bisschen. Gern, meine Liebe. Was tust du da, Scrooge? Ich? Oh, ich... Du tanzt? Ja, der Takt geht mir etwas in die Beine. Da soll er ja auch hin, nicht wahr? Wir müssen weiter. Bitte, Geist, nur etwas noch. Da, sie beginnen ein Spiel. Nur dieses Spiel noch, Geist. Was ist das? Es hängt an der Wand, aber ohne Nagel oder Band. Das ist einfach... Das ist ein Spinnennetz. Also wirklich, Topper, das war zu einfach. Offensichtlich. Ich wusste es zuerst. Scrooge. Ein Rätsel noch, Geist. Nur noch eins. Was ist das? Es lebt in London, es brummt und zuweilen redet es auch. Ein Bär? Nein. Oder kennst du einen sprechenden Bären? Ist es gefährlich? Ja und nein. Kann man es bestaunen? Wenn man es wagt, ja. Dann weiß ich es. Na? Es ist dein Onkel Scrooge. Ja, genau. Entschuldige. Ich denke, wir haben dem alten Herrn nun genug Aufmerksamkeit gewidmet. Er hat uns erheitert. Und auch wenn er selber Weihnachten nicht feiert, so sollten wir doch unsere Gläser heben und auf sein Wohl trinken. Lang lebe Onkel Scrooge. Lang lebe Onkel Scrooge. Wo sind wir hier, Geist? Schon gut, Mrs. Finney. Ich bin schon da. Hier, trinken Sie einen Schluck Wasser. Isabel? Ja. Sie hat ihr Herz nie wieder geöffnet und sorgt sich nun um die Ärmsten der Armen. Oh. Nun reisen wir zurück, denn meine Zeit ist bald um. Ist das Leben der Geister so kurz auf Erden? Mein Leben ist kurz. Es endet noch heute Nacht. Oh, heute Nacht schon. Auf den Glockenschlag. Sieh, dort die beiden Kinder. Oh, stolpern allein durch die Nacht. Am Weihnachtsabend. Ja, das tun sie. Haben sie denn keine Bleibe, wo sie behütet werden? Gibt es keine Gefängnisse? Gibt es keine Armenhäuser? Oh. Du hast es richtig erkannt. Auch das sind deine eigenen Worte. Ah,
Wir sind pünktlich zurück. Ziehe deine Lehren, Scrooge. Ziehe deine Lehren, Scrooge. Geist? Geist! Er ist fort. So bleibt mir nur noch der Dritte. Oh, ich habe dich nicht gehört. Bist du, ich meine, du bist der Geist der zukünftigen Weihnacht, nicht wahr? Du nickst, doch reden tust du nicht. Gut, gut, dann ist es so. Führe mich, Geist. Ich bin bereit zu folgen. Das ist die Börse, Geist. Hier gibt es nichts Ärmliches. Warum sind wir hier? Sind die Gerüchte also wahr? Ja, er ist so tot wie ein Türnagel. Ich würde sagen, wie ein Sargnagel. Ist ein Sargnagel toter als ein Türnagel? Aber meine Herren, er ist tot wie ein Stein, würde ich sagen. Wir sollten es nicht vertiefen. Aber woran starb er? Ich dachte, er würde uns alle noch überleben. Das weiß ich nicht. Und wann? Gestern Nacht, hörte ich. Was ist mit seinem Geld passiert? Auch das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mir nichts vermacht hat. Ja, sollten wir zu seiner Beerdigung gehen? Es wird sicher eine sehr einfache und billige sein. Also, ich gehe mit, wenn für einen ordentlichen Leichenschmaus gesorgt ist. Ich kenne diese Kaufleute, aber wer ist denn gestorben? Oh, und wo sind wir jetzt? Es ist solch eine erbärmliche Hütte und doch befinden sich hier sehr edle Dinge. Nur herein, nur herein. Ah, Mrs. Dilber. Mrs. Dilber? Geist, das ist meine Putzfrau. Aber was tut sie hier? Hallo, Joe. Aha, und gleich hinten dran der Leichenbestatter und die Waschfrau. Ihr lasst nicht viel Zeit verstreichen, wie ich sehe. Das Leben ist vergänglich und die Zeit kostbar. Gut gesprochen. Nun dann kommt herein, schließt die Tür und dann zeigt her, was ihr mir mitbringt. Oh, ich lasse gern anderen den Vortritt, denn was ich dabei habe, wird eh alles andere in den Schatten stellen. Schön, wie ihr meint. Wer beginnt also? Dann mache ich den Anfang. Gut, gut. Also dann zeigt her. Aha, ja. Zwei silberne Jackenknöpfe. Eine silberne Krawattennadel, was ist das? Eine silberne Zuckerzange. Zuckerzange, so, so. Also sagen wir, ich gebe euch 1 Schilling und 4 Pence. Das ist aber recht... Nehmt es oder lasst es. Das ist die Summe, die ich bezahle. Nicht mehr. Schon gut, Joe. Ich nehme es. Die nächste? Bin dann wohl ich. Hier, mein Bündel. Was haben wir? 2 Handtücher, ein Taschentuch. Seide, Joe. Ich bin ganz sicher. 2 Sessellaken, 2 Kissenbezüge, 3 Hosen. Das wären... Ich gebe euch 3 Schilling und 2 Pence. Aber... Ja, ich weiß, Frauen gebe ich immer viel zu viel. Das ist meine alte Schwäche. Und sie wird mich eines Tages in den Ruin bringen. Und ihr, Mrs. Dilber, was habt ihr denn nun so Außergewöhnliches? Ach, ich muss vorweg sagen, dass wir uns ja nur nahmen, was uns eigentlich schon lange zustand, wenn der Alte nicht so geizig gewesen wäre. Da habt ihr recht, Mrs. Dilber. Er kann's nicht mitnehmen. Und wäre er besser gewesen zu seinen Lebzeiten, dann wäre auch jemand bei ihm gewesen, anstatt dass er Mutterseelen allein sterben musste. Jeder sorgt halt am besten für sich selbst. Nun zeigt euer Bündel endlich her, Mrs. Dilber. Hier, bitte, Joe. Oh, aha, das sind ja... Sind das Bettgardinen? Allerdings, Joe, Bettgardinen. Feinster Stoff.
fest und ohne jede Beschädigung oder Löcher. Und das? Ein Bettlaken? Ja, ich zog es ab, während er darauf lag. Guter Gott, Mrs. Dilber! Er war kalt und brauchte es nicht mehr. Weiter, Joe, weiter. Lasst sehen. Ah, ja. Da ist noch etwas im Bündel. Ein Hemd. Ja, sein Hemd. Sieh's dir genau an, Joe. Du wirst kein Loch darin finden. Es ist ein feines Hemd und aus reinster Seide. Wenn ich es nicht genommen hätte, dann wäre es wohl verfault. Was meint ihr damit? Dann wäre es wohl verfault. Na, irgendjemand zog es ihm an, damit er darin beerdigt wird. Aber ich zog es ihm wieder aus. So ein feines Hemd. Schade wäre es doch darum gewesen. Ihr macht sicher euer Glück, Mrs. Dilber. Ganz sicher. Ach, so hat er uns am Ende doch noch beschenkt. Was er sonst nie getan hätte. Auch wenn es im Tode war. Geist, ich habe verstanden. Das Schicksal dieses armen Mannes könnte mein eigenes sein. Also ich bitte dich, Geist, zeige mir doch jemanden, dem der Tod des Mannes nicht egal ist. Und? Was hat er gesagt? Gibt er uns noch eine Woche Aufschub? Er konnte nichts mehr sagen. Als ich kam, war er bereits tot. Oh, aber was wird nun? Auf wen werden unsere Schulden denn nun übertragen? Ich weiß es nicht, Caroline. Aber ich kann mir nicht denken, dass der neue Schuldinhaber ebenso hart und unnachgiebig sein wird wie er. Und es wird sicher noch mindestens eine Woche dauern, bis die Erbangelegenheiten geregelt sind. Und wenn es dann zu einer Auszahlung kommen soll, dann haben wir das Geld. Verstehst du? Es besteht wieder Hoffnung. Hoffnung? Ja, Hoffnung. Oh, ich sollte nicht lachen im Angesicht seines Todes. Aber ich kann nicht anders. Das meinte ich nicht, Geist. Ich möchte jemanden sehen, der echte Gefühle hat und den der Tod im Herzen nicht unberührt lässt. Hier war ich schon, Geist. Ja. Ja, es ist Bob Cratchits Haus, aber es ist zu still. Feiern Sie denn nicht? Lies nur weiter, Peter. Und nachdem er sich gesetzt hatte, rief er die Zwölf und sagte ihnen, wenn einer Erster sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte und... Mutter? Es... Mir tun nur die Augen etwas weh vom langen Stricken bei Kerzenlicht. Ich muss nur meine Augen etwas trocknen. Nicht, dass Vater mich so sieht, wenn er nach Hause kommt. Früher war er schneller. Ja, und da hatte er sogar noch Tim auf den Schultern. Ach, ja. Vater! Vater! Guten Abend, meine Lieben. Entschuldigt, dass ich später komme, aber ich war noch einmal bei ihm. Ich versprach ihm, an jedem Sonntag zu kommen und ihn zu besuchen. Es... Weine nicht, Vater. Oh, Papa. Mutter, bitte. Auch wenn es ein schwerer Verlust für uns ist, meine Lieben, so bin ich doch glücklich, denn wir haben uns. Und wenn wir uns an Tim zurückerinnern, so werden wir uns sicherlich weniger streiten. Und niemals werden wir ihn vergessen. Den kleinen Tim. Nein, niemals. Oh, Bob. Es tut mir leid. Geist, bitte, Geist. Sag mir, dass ich die Zukunft ändern kann. Sag mir, dass es Dinge sind, die geschehen können, aber nicht müssen. Sag mir, dass es keine Dinge sind, die ich nicht mehr ändern kann. Geist, ich flehe dich an. Tim soll nicht sterben. Wo sind wir? Oh, wer liegt dort tot in diesem Bett mit einem Laken verhüllt? Ist es der Mann, von dem wir eben gehört haben?
Sprich doch mit mir, Geist. Wohin zeigst du? Was soll ich tun? Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Ich soll das Tuch zurückschlagen. Geist, ich würde es tun, wirklich nur. Ich habe nicht die Kraft dazu. Und nicht den Mut. Oh, das ist ein Friedhof. Geist, was tun wir hier? So eine Beerdigung habe ich noch nie erlebt. Keine Trauernden, keine Freunde, keine Verwandten. Ja, nur wir Träger und der Pfarrer. Machen wir eine Pause. Weglaufen wird er uns schon nicht. Geist, ist dieses das Grab für den verstorbenen Mann von vorhin? Wer ist es, Geist? Wer liegt hier so allein und harrt seinem Schicksal? Ah! Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Es ist mein Name. Mein Name auf diesem Grabstein. Ich bin derjenige? Nein, Geist, nein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Hör mir zu, Geist. Höre mich an. Ich habe mich geändert. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Ich kann Gutes tun. Ich kann Tim retten und dem Paar helfen und... Geist, warum zeigst du mir all diese Dinge, wenn ich sie nicht ändern kann? Was für einen Sinn hat das? Wenn mein Schicksal besiegelt ist, warum zeigst du mir diese Dinge dann? Antworte mir, warum? Warum? Was ist ich? Ich bin wieder zu Hause. Das ist mein Schlafzimmer, mein Bett, das ist... Mein Laken? Meine Bettgardinen! Ja, meine Bettgardinen! Und sie hängen noch! Sie sind da! Ja, sie sind da! Ich bin da! Ja, ich bin da! Die Geister haben mir eine zweite Chance gegeben! Oh, ich danke euch! Und ich verspreche euch hoch und heilig, dass ich von nun an das Weihnachtsfest ehre und es feiere, wie es noch nie gefeiert wurde, bis an mein Lebensende! Welchen Tag haben wir denn eigentlich? Ich weiß gar nichts mehr. Was tue ich als erstes? Ich weiß gar nichts mehr. Ich fühle mich so leicht, wie eine Feder, so vergnügt wie ein Schuljunge. Ah, es ist so stickig hier. Diese Luft, boah, das Fenster, ja. Frische Luft herein. Ach, diese herrliche Luft an so einem Morgen. Oder ist es Mittag? Was es auch sei. Es ist eine herrliche Luft. Es riecht nach Weihnachten, nicht wahr? Ja, herrlich. Mistelzweige, Tannendüfte und Braten. Überall Braten. Aber... Welchen Tag haben wir bloß genau? Oh, hey da, Junge! Wer, ich? Ja, genau du. Sag, was ist heute? Ich meine, welchen Tag haben wir? Welchen Tag? Na, den Weihnachtstag, was sonst? Ja, natürlich, was denn sonst? Ein netter Junge, aber wenn wir heute den Weihnachtstag haben... Dann mussten die Geister ja alles in einer Nacht erledigt haben. Ja, das haben sie. Das haben sie. Weil sie Geister sind. Weil sie es können. Natürlich. Weil sie es können. Oh, halt, Junge. Warte. Ja? Sag, kennst du den Geflügelhändler an der Straßenecke?
Ja, den kenne ich. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Weißt du denn, ob der große Truthahn noch im Schaufenster hängt? Nicht der kleine, der ganz große. Der, der so groß ist wie ich? Ja, auch ein aufgeweckter Junge. Ja, 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 den meine ich. Ja, der hängt noch da. Dann geh und kauf ihn. Witzbold. Halt, Junge, halt, ich meine es ernst. Geh und kauf ihn in meinem Namen und, du kennst doch meinen Namen? Ja, Sir. Jeder kennt ihren Namen. Ja. Dann geh und bring den Händler mit. Ich kaufe ihn. Ich will ihn einem Freund schicken. Komm mit dem Händler wieder und du bekommst von mir 2 Schilling. Was? 2 Schilling? Bist du mit dem Händler in 5 Minuten wieder hier, dann bekommst du 1/2 Krone. Oh, da läuft er. Bei der Geschwindigkeit ist er in 1 Minute wieder hier. Ja, so. Was nun? Oh ja, aber natürlich. Mrs. Dilber! Oh. Mrs. Dilber. Meine gute Mrs. Dilber. Fröhliche Weihnachten. Mr. Scrooge? Ja, Mrs. Dilber. Ich bin's. Und doch bin ich es nicht. Ja, ich kenne mich selbst kaum. Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Es ist Weihnachten. Oh, da, Mr. Scrooge! Oh, ein Tänzchen! Mr. Scrooge! Oh, Mrs. Dilber, noch einmal frohe Weihnachten und, bitte, nehmen Sie das. 3 Kronen? Aber was? Es ist ein Weihnachtsgeschenk, Mrs. Dilber. Ein Weihnachtsgeschenk? Für mich? Jawohl, Mrs. Dilber. Und nehmen Sie sich die nächsten 2 Tage frei. Es ist Weihnachten! Hoho! Wie Sie meinen, Mr. Scrooge. Oh, und lassen Sie die Bettgardinen hängen. Ich brauche sie noch. Die Bettgardinen? Ja, und nun hinaus mit Ihnen. Ich muss mich auf den Weg machen. Und vorher noch... Nanu? Oh, ja. Sir, der Junge behauptet... Ja, hallo. Gut gemacht, Junge. Hier, die versprochene 1/2 Krone. Und Sie, guter Mann. Zunächst einmal fröhliche Weihnachten. Und Ihr Auftrag lautet, bringen Sie diesen prächtigen Vogel zu Bob Cratchit. Camden Town. Nach Camden Town, Sir? Oh ja, natürlich. Sie können den Vogel ja unmöglich den ganzen Weg übertragen. Hier, hier ist Ihr Geld. Sie nehmen natürlich eine Droschke. Und sag, Junge, bist du schon einmal in einer Droschke gefahren? Nein, Sir. Dann nehmen Sie den Jungen mit und bereiten ihm die Freude, in einer Kutsche zu fahren. Jawohl, Sir. Und sagen Sie Bob Cratchit nicht, wer ihm den Truthahn geschickt hat, nicht wahr? Sagen Sie ihm nur, ein Freund. Eine Überraschung, Sir? Ja, eine Überraschung. Na dann, fröhliche Weihnachten, Sir. Nicht wahr? Ja, ja. Was zieh ich an? Ich kann schlecht im Morgenmantel gehen, nein. Nein, das ist zu festlich. Das passt nicht. Ja, das ist besser. Ich muss lachen, wenn ich an Bobs Gesicht denke, wenn der Truthahn gebracht wird. Und wahrhaftig, der Vogel ist sogar noch größer als der kleine Tim. Was wird der Junge Augen machen? So, ja. Nun will ich aufbrechen, dann komme ich hoffentlich noch rechtzeitig. Oh, du wundervoller Türklopfer, der du mir als Jacob erschienen bist. Ich danke dir. Ich danke dir für alles, alter Freund. Wenn ich zurückkomme, werde ich dich erstmal ordentlich putzen. Und nun auf in die fröhliche Weihnachtswelt. Dam, die dam, 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 dam. Dam, die dam, 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 dam. Oh, verzeihen Sie bitte, mein Herr.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch, Mr. Scrooge? Ja, mein Herr, da bin ich. Und ich fürchte, mein Name ist Ihnen nicht in bester Erinnerung geblieben, nicht wahr? Nun... Und das ist nur allzu verständlich. Sind Sie denn noch erfolgreich gewesen am gestrigen Abend? Es ist eine Summe zusammengekommen, mit der wir zumindest einen kleinen Teil zur Linderung der Armut beitragen können. Dann haben Sie doch bitte die Freundlichkeit zu notieren, dass Mr. Ebenezer Scrooge... Aber nur so einen Moment. Ja, danke. Mein lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst? Mein voller Ernst. Und seien Sie versichert, dass sich eine Menge Rückstände in dieser Summe befinden und ich damit meine Schulden bei Ihnen begleiche. Aber Spenden sind freiwillig, Sie können keine... Mein Herr, wollen Sie sagen, ich würde nicht wissen, wem ich etwas schuldig bin? Entschuldigen Sie, ich bin ein wenig zu fröhlich. Nun, dann weiß ich nicht, was ich noch sagen... Sagen Sie nichts! Aber besuchen Sie mich doch einmal auf einen Tee und erzählen Sie mir mehr über Ihre Arbeit, nicht wahr? Das will ich gern tun, Mr. Scrooge. Fröhliche Weihnachten. Das wünsche ich Ihnen auch, Sir. Wenn ich mich recht erinnere, dann geht es hier. Oh, guten Tag und fröhliche Weihnachten. Oh, fröhliche Weihnachten. Zu Fred geht's diese Straße entlang. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wie lange bin ich nicht mehr hier gewesen? Ich meine, ich war noch nie hier. Guten Tag, fröhliche Weihnachten. Bitte, eine milde Gabe. Aber selbstverständlich. Hier, guter Mann. Und fröhliche Weihnachten. Danke, Sir. Da ist Freds Haus. Was, wenn Fred mich nicht dabei haben will? Es wäre zu verstehen. Ich sollte wieder gehen, ich... Nein. Nein, Ebenezer Scrooge, du wirst anklopfen. Ja, bitte? Ist der Master zu Hause? Ja, Sir. Er ist im Wohnzimmer mit seinen Gästen. Gehört ihr dazu? Wen darf ich melden? Ich bin sein Onkel. Ach, na dann treten Sie doch ein, Sir. Ja, vielen Dank, danke. Sir? Wo geht es zum Wohnzimmer? Durch diese Tür dort. Ach, nur Mut, Sir. Ja, nicht wahr? danke. Kann man es bestaunen? Wenn man es wagt, ja. Dann weiß ich es. Na? Es ist... Dein Onkel Scrooge. Ich bin es. Dein Onkel Scrooge. Ich komme zum Weihnachtsessen und... Wenn du mich noch dabei haben willst. Dabei haben? Onkel, aber natürlich will ich dich dabei haben. Seht nur, liebe Freunde, wer hier ist. Mein Onkel Ebenezer. Komm, setz dich doch und... Einen Moment noch, Fred. Es gibt noch eine Sache, die ich tun muss. Nein, will. Meine liebe Nichte. Ja, für wahr, wir haben uns noch nie gesehen in all den Jahren. Und ich schäme mich dafür. Auch, dass ich bei eurer Hochzeit nicht dabei war. Sag, kannst du einem dummen alten Mann verzeihen? Der so blind war, all die Jahre, und so hartherzig. Lieber Onkel, ich freue mich umso mehr, dich nun doch noch kennenzulernen. Fröhliche Weihnachten. Ja, na dann. Guten Abend allerseits. Nicht wahr? Nächstes Jahr feiern wir alle in meinem Haus. Ich bestehe darauf. Und Fred, ich weiß, ihr habt schon getanzt.
Aber woher... Ja, ich würde trotzdem gern ein Tänzchen mit meiner reizenden Nichte wagen. Allerdings bin ich etwas eingerostet. Nur zu, nur zu. Topper, eine Polka. Es wurde noch ein wirklich lustiger Abend. Dem ersten Tänzchen folgten noch viele weitere. Alle waren sehr ausgelassen und auch Scrooge trank etwas mehr als sonst. Und da er schon lange nichts mehr getrunken hatte, wurde er sehr lustig. Trotzdem aber stand er am nächsten Morgen sehr früh auf, denn er wollte auf keinen Fall verpassen, wenn Bob Cratchit zu spät zur Arbeit kommen würde. Und er war sicher, dass das passieren würde. Und so wartete er in seinem Kontor auf seinen Buchhalter. Nun, Bob, es schlägt 8 Uhr und kein Mr. Cratchit sitzt an seinem Platz und arbeitet. Dabei hatte ich doch mindestens eine halbe Stunde eher gesagt. Da kommt er gelaufen. Oh, dann schnell an meine Bücher. Mr. Cratchit, auf ein Wort. Sir? Hier herein, wenn es Ihnen keine Umstände macht. Sir, ich... Was denken Sie sich, um diese Zeit hier zu erscheinen? Sir... Ich hatte Ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass ich Ihnen den gestrigen Tag nur dann freigebe, wenn Sie heute mindestens eine halbe Stunde eher im Kontor sind. Sir, wir haben gestern Abend ein wenig gefeiert, Sir. Es wird nicht wieder vorkommen. Gefeiert haben Sie? Mit 15 Schilling in der Woche kommen Sie noch zum Feiern? Sir, es ist nur einmal im Jahr Weihnachten und es kommt nicht wieder vor. Es wird in der Tat nicht wieder vorkommen, Mr. Cratchit, dass Sie mit 15 Schilling in der Woche feiern werden. Sie lassen mir keine andere Wahl. Ihre Fähigkeiten als Buchhalter stehen außer Frage. Doch die Randerscheinungen kann ich nicht länger hinnehmen. Sir. Mr. Cratchit, Sie haben der Firma bisher für 15 Schilling die Woche Ihre Arbeitskraft geboten und dafür einen Tag im Jahr freigenommen. Das kann ich nicht mehr akzeptieren. Und daher erhöhe ich Ihr Gehalt. Ha! Mr. Scrooge, ich arbeite gewissenhaft und ehrlich für Sie. Und nur weil ich einmal im Jahr... Was? Haben Sie einen Hörfehler bekommen? Ich erhöhe Ihr Gehalt! Aber... Und ich werde mich nach Kräften bemühen, Sie und Ihre Familie zu unterstützen. Ich... Sagen Sie nichts, Bob. Sagen Sie nichts. Wir besprechen die Angelegenheit in allen Einzelheiten nachher. Bei einem guten, heißen Weihnachtspunsch. Oh. Und jetzt, Bob, laufen Sie los und holen Sie gefälligst neue Kohlen. Es ist ja eiskalt hier drin. Ja, Sir. Und seien Sie fröhlich. Wir haben Weihnachten, nicht wahr? Jawohl, Sir. Halt, Bob! Vergessen Sie Schal und Hut nicht. Oder wollen Sie sich den Tod holen? Oh. Nein, Sir. Nein, bestimmt nicht. Und jetzt hopp, hopp, hopp. Ja, ja, Sir. Jawohl, jawohl. Und frohe Weihnachten, Bob! Oh ja... Der Türknauf. So, jetzt bist du wieder sauber, nicht wahr? Ich bin so froh und glücklich, glücklich, glücklich. Das habe ich gar nicht verdient. Aber ich kann nicht anders. Ich bin einfach froh und glücklich, glücklich, glücklich. Und Scrooge war besser als sein Wort. Er wurde der beste Gönner, den die Stadt je gesehen hatte. Und wenn man jemanden fragte, wer denn die Weihnachtszeit am besten zu feiern wusste, so antwortete jeder Mensch: Ebenezer Scrooge. Der kleine Tim wurde wieder gesund und Scrooge war wie ein Vater zu ihm.
Auch gab es keine Besuche von Geistern mehr. Aber Scrooge ging an jedem 25. Dezember in seine Stube und wünschte einen guten Abend und frohe Weihnachten in den leeren Raum. Man konnte schließlich nie wissen,